Hallo, jetzt stehe ich hier am Campus Kiel des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, dem offiziellen Start des zweiten Etappenabschnitts der Aktion Schrittmacher von Kiel nach Lübeck. Und ich habe das heute ganz entspannt angehen lassen nach den Erfahrungen des ersten Etappenabschnitts, wo ich am selben Tag nicht nur angereist bin frühmorgens und dann an der dänischen Grenze ein Pressegespräch hatte, dort noch empfangen worden bin und dann auch noch nach Flensburg reingelaufen bin und am Abend einfach fix und foxy war. Das habe ich diesmal geändert und ich bin entspannt angereist und bin eben noch schön durch Kiel gelaufen zum vereinbarten Treffpunkt hier auf dem Campus Kiel. Und das heißt, ich hoffe, dass es der vereinbarte Treffpunkt ist. Und es ist auch hier wieder sehr heiß und die Leute haben ein bisschen komisch geguckt, wieso läuft da jemand mit Bergschuhen, Rucksack, langärmeliger Bluse und langer Hose durch die Stadt bei den Temperaturen. Ja, ich muss mich halt durch mein abgedämmtes Immunsystem vor der Sonne schützen und ich habe immer nur die Wahl zwischen zwei Übeln, Vitamin D auftanken oder Hautkrebs. Da ich Vitamin D zufüge, habe ich mich dafür entschieden, doch lieber dick Sonnenmilch aufzulegen und langärmelige Klamotten zu tragen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier ist. Ich weiß, dass ich hier von Andrea Steinbach, einer Fachärztin aus der Rheumatologie hier am Universitätsklinikum verabschiedet werde. Und dass auch entsprechend Pressevertreter kommen und bin jetzt mal sehr gespannt, wie sich der ganze Tag noch entwickelt. Bis dann!